Also Matt war schon sehr schwierig, weil natürlich von der Stimmlage her das nicht so wirklich gepasst hat zu meiner Stimme, aber wir haben es gut hingekriegt. Er ist ein fantastischer Sänger, muss Ja, man er sagen. auch, man hört es nur so. Nicht so, nicht so. Man hört es nicht so. Nee, Aber aber Jürgens ist schon super wir zu sind ja sehen. beide gesanglich schon länger unterwegs. Er hat ja seine Band, sein Programm. Ich habe schon seit meinem 10. Lebensjahr im Kinderchor der Oper gesungen in Deutschland und habe da halt mit 14, 15 meine Bands gehabt auf der Schauspielschule. Habe 4 Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt und dann immer, ich habe irgendwann gesungen. Insofern war eher die Tanzeinlage das Schwierige für uns beide, ne? Wir haben uns schon damit befasst, ne? Musst ja schon irgendwie auch die Texte und alles können ein bisschen. Ne? Wir haben ja das Playback im Studio vorher aufgenommen. Also du trainierst schon zum Playback dazu, weil da sind dann so Klar. Feinheiten drinnen, die man dann ganz gerne und die Kamera ist ganz groß auf dich und du musst Lip-Sync sein, also du kannst nicht einfach dann hingehen und sagen, das machen wir schon irgendwie. Die Ist ja Uwe. für uns beide überhaupt Ja, nicht. aber ich war in der glücklichen Lage, Uwe neben mir zu haben. Ja, und ich halt in der unglücklichen. Nein, Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Nee, aber wir haben uns ja gleich Ja. gemocht. Also, es ist schwer, ne? Weil es gibt ein paar. Aber Illusionen, den ich vorher gar nicht so kannte, den ich das durch die Dreharbeiten kennengelernt, den finde ich ziemlich, der ist ziemlich vorne bei mir. Mit 66 Jahren. Fetzt. Ja. Mein Kind sieht sich das heute Abend an. Wie alt ist dein Kind? 21. Am Martal? Der Bauer. Am Bur. Also erstaunlich, also meine Tochter, die ist 19, die war jetzt in Berlin im Kino. Also, Udo Jürgens, so kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Pass mal auf. Merci. Ach, das kenne ich. Ja. Immer wieder geht die Sonne. Ach, das kenne ich auch. 17 Jahre. Ja, oder vielen Dank für die. Das ist der auch? So, ja, das ist der auch. Ne? Und dann hier dieses, was gibt es noch? Dieses. Griechischer Wein. Griechischer Wein natürlich. Ja, Ach so, ja, den kenne ich. Ja. Na, ja. durch die Generationen geht es halt auch eben. Ne? Die haben ja überhaupt keinen Vergleich mit sowas. Den Film kann man auch mit nichts vergleichen in Deutschland. Das gab es vorher noch nicht. Das ist jetzt wirklich was ganz, ganz Neues. Und wir sind auch alle der Meinung, dass es den Weg jetzt ebnen wird. Ich weiß, ich habe mit vielen Produzenten gesprochen. Es gibt viele Produzenten, die schon. Ich schon seit einem Jahr vorhaben, Musikfilme zu machen, die warten nur erst ab, wie der läuft. Ich meine, den Musikfilm gab es ja schon in den 50er und 60er Jahren und zuvor, aber es knüpft an sich in der Tradition der 60er Jahre, Peter Alexander, Gunter Philipp, Anfang der 60er Jahre an. Nur ist das halt wesentlich opulenter, also dramaturgisch aufgebaut und natürlich die Tanzeinlagen und so weiter. Ja, Das und es ist ist bunter, wirklich. das ist so Wes Anderson-Style, ne? Also Ja. bunt, Ja. poppig, verrückt. Und was die Deutschen sonst nicht so drauf haben, haben sie in dem Film ist toll gemacht. Also vor allem Philipp Stölzl, die haben sich getraut, mal kitschig zu sein. Ich sage immer, es ist ein Kitschfilm, ohne kitschig zu sein. Ne? Also man hat keine Angst davor gehabt, Sonnenuntergang im Meer, Liebesszene. Und dann denkst du, die ist vorbei. Und dann hüpfen nochmal Delfine aus dem Meer. Das ist halt geil. Also wenn, dann richtig. Ja. Und es ist alles ein bisschen überzogen. Es Schwer. ist ein ganz besonderes, der Film hat einen ganz besonderen Stil, ne? Wo man normalerweise sagen würde, oh, das ist alles übertrieben, das ist mir zu bunt, zu laut und zu witzig und die Dialoge zu albern. Ne, das stimmt hier alles nicht, das passt alles auch nicht. War Cooler entspannt, völlig, nett, völlig freundlich. alles. Aber da kann man natürlich, so Abend an der Bar, hallo, wie geht's, kann man natürlich nicht über die Person sagen, die ja 24 Stunden lang ist, aber ich höre nur Gutes von ihm. Also Aber ein gescheiter Bursche auch, also ein. Ja. jetzt gerade, wo wir uns mit dem Film wieder beschäftigen, Promotion machen und natürlich oft die Songs hören, ich gehe mit, was ich dir sagen will, ins Bett, nachts, wenn ich mal zur Toilette muss, ich weiß, was ich will, Ja, oder griechisch, oder? morgen stehe ich auf mit 17 Jahren. Ja. Schlimm, das ist das einzige Problem, was ich mit dem Mann habe. Ja. Aber es zeigt, was für Hits das sind. Ja, Ne? Die unglaublich. bohren sich in dein Ja, Ohr ja, und dann bleiben sie aber auch mal ja. hängen. Ne? Schrecklich! Ich Überreden. glaube, das ist Das ist nicht so für die nichts. Öffentlichkeit Nein, gedacht. nein, Nein. nein.
Ja, du erinnerst dich gerade wieder. Nein, gar nicht so. Hoppalas. Was ist denn ein Hoppala? Ich bin ja kein Österreicher. Hoppala. Was ist denn das? Nein, ist das sexuell oder was? Na gut, sexuell kannst du das vorstellen. Ich brauche mir das gar nicht vorzustellen. Wir haben ja. Nein, ist egal. Jetzt sind wir schon fast. Aber wir haben eine Kajüte bewohnt. Ja, ja, so geht's schon mal los. Im Film. Wir machen jetzt nicht Werbung für eine Kreuzfahrt. Außerdem hat das ja alles im Studio stattgefunden. Wir waren ja keinen Meter auf dem Wasser oder in New York. Das wurde alles gebaut im Studio. Und es ist ja jetzt nicht gerade Werbung für eine Kreuzfahrt. Da spielen sich ja Dramen ab zwischen uns allen. Ne? Das hält einen ja eher zurück, wenn man sowas am Kreuzfahrtschiff erlebt, das zu machen. Ne? Ja, man muss nicht alles ständig in Frage stellen. Und unsere Aufgabe als Schauspieler ist jetzt nicht, den Politiker in den Arsch zu treten und zu sagen, hier macht mal was, verbietet mal Kreuzfahrt oder kümmert euch mal drum. So Filme gibt es auch, ist auch mal okay. Aber unsere Hauptaufgabe ist, Menschen in den beschissenen Zeiten zu unterhalten, die gute Laune zu bewahren. Ja, und wenn man heute in den beschissenen Zeiten, wo so viel Scheiße sich tut, was wenn man Nachrichten liest und hört, dass die Leute haben mal auch private Probleme durch. Mit dem Film haben sie mal die Chance, 1,5 Stunden oder 2 Stunden mal alles auszublenden und mal schön Emotionen zu genießen und sich wohlzufühlen und mal wieder ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Horror und ganzen Wahnsinn, den mal ein bisschen zu vergessen. Und das ist unsere Aufgabe. Und die haben wir hier, glaube ich, sehr gut erfüllt. Und du gehst aus diesem Film mit einem guten Gefühl hinaus.